wir haben ein recht spannendes Thema. Die neuen Medien, so können wir natürlich nicht beziehen. Und wir werden das alle noch erleben, dass das in einem wesentlich größeren Ausmaß geschieht, wie es heute schon der Fall ist. Und es freut mich ganz besonders, dass Uwe Janssens, den haben Sie ja gerade schon gehört, der einer der Großmeister dieser neuen Medien in der Medizin ist, und Sie das Thema nahe bringen wird. Sie haben gerade gesehen, dass wir verspätet anfangen, weil wir Probleme mit den neuen Medien haben. Also, weil Bluetooth nicht funktioniert hat oder so ist. Aber es ist gerade ein Editorial in Jama erschienen. It's time for a new medical specialty. It's a medical virtualist. Und es freut mich, einer der ersten medical virtualists hier haben zu können. As always. Ja, lieber Herr Günther, ja, nochmal meine Disclosures. Ein spannendes Thema. Haben wir Spaß, kann man sich nicht darauf vorzubereiten. Aber eins muss man natürlich sagen, ich habe natürlich einen Conflict of Interest, ja, weil ich natürlich einen Fortbildungsblog betreue und ziemlich da unterwegs bin, Facebook-Seite der Deutschen Gesellschaft und die Betreuung, YouTube-Kanal betreue. Also ich, das Thema zu viel des Guten, werden das jetzt so richtig aus meinem Mund nicht hören. Ich werde aber trotzdem versuchen, so ein bisschen mal die rote Fahne an einen oder anderen Stellen zu liften. Wir sind auch gerade live, das hat so ein bisschen verzögert. Wir posten gerade live auf Facebook, ja, auf die DGN-Seite der Facebook, der Deutschen Gesellschaft für Intensive Intensivmedizin. Sind wir gerade live. Auch die anderen Vorträge können Sie auch nochmal nachsehen. Ja, wer von Ihnen benutzt denn Social Media professionell? Nicht so zu Hause und so, sondern professionell und produziert Inhalte. Professionell 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Also, wer ist denn so privat unterwegs? Social Media, WhatsApp gehört dazu, alle müssen da hoch. Jetzt outen Sie sich doch. Meine Güte, ist doch nicht so schwierig. Also, ja, nein, haben wir gehabt. Ja, nach diesem Vortrag sollten Sie Folgendes wissen: Die Evolution des Internets ist nicht mehr aufzuhalten. Viele in der Medizin haben das aber noch nicht realisiert. Der Einsatz der Social Media und Weiterentwicklung muss beherrscht werden. Deshalb genau. Und Regeln für einen professionellen Einsatz im Verhalten müssen meiner Ansicht nach erstellt und dann auch beachtet werden. Da sind wir wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen. Ja, Web 1.0, das fing also, da habe ich laufen gelernt. Ich bin da mal online und dann gab es vorgegebene Inhalte. Wir sind jetzt im Augenblick Web 2.0. Ja, das, was Sie jetzt hier machen, jetzt nachher also von irgendwas WhatsAppen oder auf Facebook oder sonst wo oder Instagram nachschauen. Ja, das ist das Web 2.0. Und was ist das, die Definition? Das ist eine in soziotechnischer Hinsicht veränderte Nutzung des Internets, dessen Möglichkeiten werden konsequent genutzt und weiterentwickelt, wirklich tagtäglich. Und es besteht nicht mehr die reine Verbreitung von Informationen bzw. Produktverkauf durch Website-Betreiber, sondern die Beteiligung, ihre Beteiligung der Nutzer am Web und die Generierung weiteren Zusatznutzen im Vordergrund. Ja? Ja, wo Web 3, 2.0 ist, ist 3.0 nicht weit weg. Das ist das semantische Web. Das ist das Internet der Dinge. Ja, das kommt jetzt so langsam auf Sie zu. Ja. Im Web 3.0 sollen Maschinen, Computer von Menschen erstellte Inhalte verstehen können. Ja. Maschinen werden also Dinge miteinander in Relation setzen können, Informationen eigenständig, ohne dass Sie etwas googeln müssen, recherchieren und bereitstellen. Also wenn Sie jetzt gleich rausgehen, dann merkt Sie, bewegen sich Richtung Heimat, stellt er bei Ihnen zu Hause schon mal einen Herd an oder stellt die Dusche an oder lässt ins Wasser rein oder solche Sachen. Das wäre schon das semantische Web. Ja. Also Maschinen im Hintergrund werden Sie verstehen lernen und dann aus den Informationen hoffentlich was Gutes herausziehen. Ja? Für Sie, was Positives. Das ist unaufhaltsam, das ist jetzt schon am Laufen. Ja, ja, und die Entwicklung geht natürlich über eins, verbindet Informationen. Social Web 2 verbindet Menschen. Das Web 3, positiv gesehen, verbindet Wissen. Und dann kommen wir dann in die Mitte eben, das Web 4.0. Da werden wir die Intelligenz verbinden. Ja? Und das ist nicht in zu ferner Zukunft. Das wird rasend schnell gehen. Ja, also bereiten Sie sich schon mal darauf vor. Ja, Definition Social Media. Die Definition ist breitständig in der Weiterentwicklung. Das sind digitale Medien, Methoden, die es den Nutzern ermöglichen, sich im Internet zu vernetzen, auszutauschen, Informationen, Ideen, persönliche Botschaften, Bilder und andere Inhalte zu teilen. Diese medialen Inhalte einzeln oder in einer definierten Gemeinschaft oder offen in der Gesellschaft zu erstellen und weiterzugeben. Es gibt dann natürlich eine Vielzahl, Social Networking, Facebook, MySpace, Google Plus, Twitter, professionelles Networking, LinkedIn zum Beispiel, Media Sharing, YouTube, Flickr, Instagram, Content Production, mehr dann schon Blogs oder Mikroblogs, Twitter,
klassisches Tool. Knowledge Information Aggregation wäre Wikipedia und virtuelle Realität und Spielumgebung wäre so Second Life beispielsweise. Solche Anwendungen, die der eine oder andere von Ihnen schon gesehen hat. Und das war ich dann. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Ja, das ist ein ganz kleiner Witz, wir werden der Sache immer mal machen an der Stelle. Dankeschön. Aber macht die Sache ein bisschen spannender, ja. Gut. Es gibt eine schöne Publikation in Circulation von Stratien. Das zeigt das nochmal in der Interaktion im medizinischen Bereich. Und da ist auch der Patient schon, Arzt, Patient, die Öffentlichkeit und das alles untereinander ist miteinander schon verwoben, tritt miteinander in Kommunikation. Also wir sind in einem professionellen Umfeld, das sage ich Ihnen ganz klar, und das müssten wir eigentlich nutzen, weil der Patient, der ist schon längst da, wo Sie noch gar nicht sind. Ja, viele von Ihnen noch nicht sind. Da ist der Patient schon längst, ja, schon längst unterwegs. Das sind die Entwicklung Social Media in den USA, Juli 2005 schon 76%, da sind wir mittlerweile 86%. Sie sehen jetzt die Altersgruppen, auch, wo bin ich hier, irgendwo hier, da, genau, ja, da, es wird immer mehr. Auch selbst schon die über 65 plus, die fangen auch an mitzumischen. Ja, müssen sie ja auch. Und sie sind demnächst ja auch über 65. Dann sind da 100%, nehme ich mal an. Ja? So, das ist Facebook, das entwickelt sich kontinuierlich. Sie sehen dann die anderen, Pinterest, Instagram, LinkedIn und Twitter beispielsweise, sich auch nach vorne entwickeln. Twitter hat jetzt erstmalig plus geschrieben, haben Sie vielleicht neulich gelesen, erstmalig in der Unternehmensgeschichte was erwirtschaftet. Wahrscheinlich wegen diesem netten jungen Herrn mit dem blonden Haaren, der von morgens bis abends sich darin ergießt. ADF ZDF Online-Studie 2017, können Sie auch Daten schon abgreifen. Also hier 62% endlich Online-Nutzung täglich, tägliche Internetnutzung hier bei 72%. Also es entwickelt sich wirklich auf 100% hin und das ist auch nicht aufzuhalten. Blicken wir mal etwas genauer hier rein. Frauen und Männer, kein Unterschied. Aber wir sehen natürlich, wenn hier WhatsApp hier, das ist natürlich so eine Domäne der bis 50-Jährigen, danach nimmt das also rasend ab. Aber Facebook und Instagram hier bis 30 Jahre wird das schon benutzt und dann nimmt es auch dann tatsächlich 50 bis 69, das sind aktuelle Daten, da wird es schon ein bisschen weniger. Da wird die Luft schon eng. Ja? Aber das ist eine interessante Sache nochmal, dass wir ein bisschen, wie viele Minuten verbringen wir denn da? Hier ja? Also die 14 bis 29 haben 4 Stunden 34. Also wenn ich dann mal zu Hause blicke, meine Jungs, würde ich mal sagen, mindestens 4 Stunden mehr. Also, aber, das nimmt dann ab, aber es nimmt zu. In nahezu allen Altersbereichen nimmt die jährliche Nutzung, dass sie tatsächlich die ganze Zeit so da hängen, nimmt deutlich und zwar erheblich zu. Und dann, deshalb gibt es natürlich Dangers. Und das ist wahrscheinlich der Auftrag, den Ilja mir erteilt hat, hier nochmal darauf hinzuweisen. Es gibt natürlich so bestimmte Grundsätze. Das ist extrem mächtig, das Social Media. Ja, also Bob Witt, ich habe bewusst auf den Namen FN Fake News verzichtet, aber so ist es einfach. Das wird in die eine oder die andere Richtung, wird das von morgens bis abends mittlerweile benutzt. Und in Deutschland haben wir ja gerade eine lustige Schlacht hinter uns, letzte Woche, wo die SPD sich in den Medien tatsächlich komplett zerlegt hat. Ja, also wo man wirklich über Facebook der Sozialistenführer, Herr Schulz aus meiner direkten Umgebung, dann sagt, nö, ich mach doch jetzt einfach mal nicht mehr. Ja. Das Publikum ist schlecht definiert. Also ich weiß es gar nicht, wenn wir das hier laufen haben, wer wird das eigentlich sehen? Ja, ich weiß, dass wir 5.500 Follower haben auf der DGN-Seite. Das sind auch alles Leute aus dem Gesundheitssystem, viele Krankenschwestern, Pfleger, viele Ärzte. Also ich glaube, das ist schon eine professionelle Seite, da werden auch nur Professionals sein. Aber wir wissen nicht, wer da sonst unterwegs ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht kontrollieren. Die Genauigkeit ist nicht garantiert. Nichts ist ausschließlich privat oder temporär. Das ist wirklich so, das ist die große Gefahr. Wenn Sie was einmal reingesetzt haben, dann ist es drin. Ja? Fairness ist völlig irrelevant. Da kommen Kommentare rein, das glauben Sie manchmal nicht. Ja? Und die Konsequenzen sind dann aber sehr real. Sehr real. Ja? Es gibt viele, viele Beispiele. Das nur mal am Rande. Das ist eine schöne Arbeit, die fand ich toll. Da geht es um das unprofessionelle Verhalten von chirurgischen Assistenzärzten, keine Angst, da kommen gleich noch die richtigen Ärzte. Ja. Dann ging es um die Frage, was ist professionell, haben sie gesagt. Das war, die haben die Facebook-Seite angeguckt von denen, da haben die sich 50 Krankenhäuser, haben sich die ganzen Chirurgen rausgesucht.
haben dann die Facebook-Seite überprüft, professionell, also kein Hinweis auf professionelles Verhalten, möglicherweise unprofessionell. Also, wenn Sie mich jetzt heute Abend mit einem Glas Bier erwischen, mit einer Zigarette, wäre das schon möglicherweise unprofessionell, weil ich bin ja ein Arzt, da steht ja der Dr. Jantes, der darf doch nicht so, ja. Oder fragwürdige Kleidung, Studien, Kostümchen rumspringen. Oder in Badebekleidung da stehen jetzt, wird ja jetzt, was ist das denn, ja? Hm? Also wird polarisieren oder sogar mit Waffen rumfuchteln. Und eindeutig unprofessionell zum Beispiel natürlich Bilder fand ich gut von oder Hinweise auf Komasaufen. Ja? Also das wäre dann so. Aber es ist gar nicht so, dass da nichts war, sondern da war tatsächlich was. Das waren 77 Ausbildungskliniken. 32% hatten ein Facebook-Profil, 12,2% davon hatten einen eindeutig unprofessionellen Inhalt. Das ist relativ problematisch und das sah dann bei den Fachärzten ein bisschen wenig aus, aber da waren immer noch 5% und 10% möglicherweise unprofessionell. Das kann eine gewisse Bedeutung haben, denn die identifizieren sich da als Personen, als Ärzte, Mitarbeiter eines Krankenhauses. Das kann problematisch sein, das muss man ganz klar sagen. Also es ist nachweisbar ein so ein unprofessionelles Verhalten, es ist ein eindeutiges Risiko für die Institutionen, wo die arbeiten, ein eindeutiges Risiko, weil die Patienten sind schon so die ganze Zeit mit Facebook unterwegs, gucken sich das an. Ja? Die Mitarbeiter sollten auf die Gefahren hingewiesen werden und möglicherweise muss dann auch ein Eingriff in die Privatsphäre stattfinden, weil sie sagen, ich bin jetzt Arzt in diesem Krankenhaus und stehe da am Ballermann und lasse mich da vorlaufen, das geht natürlich irgendwo nicht so ganz zusammen. Ja? Denn es gibt eine Vorbildfunktion und Ausbildungsfunktion, die ist durch das unprofessionelle Auftreten gefährdet. Der zweite Punkt, den ich ein bisschen mal ausbauen will, ist die Sache mit den Impfen. Sie wissen, dass es Impfgegner gibt, und zwar ganz strikte Impfgegner. Ja? Das ist ein medizinischer Inhalt. Wir wissen sehr genau, Impfung ist sehr gut. Ich bin geimpft, habe auch nicht diese Influenza B bekommen, die viele von uns Mitarbeiter weggerafft hat, diesen Winter bei uns unheimlich viel. Ja? So, dann haben wir diese schöne Studie hier, sich das mal angeguckt, und haben dann mal Proportion of Anti-Vaccine Use across Platforms. Haben YouTube dann relativ viele gefunden, die mit, da war die Frage, Impfung führt zu Autismus. Ja? So, dann werden die alle krank und können nicht mehr. Ja? So, Google Search ein bisschen weniger, bei Wikipedia eigentlich umgekehrt und bei PubMed Search natürlich, da gab es gar keinen Hinweis, sondern eher sprach dafür, dagegen. So, und dann, ich fasse das mal kurz zusammen, die YouTube-Videos gegen Impfung, die waren länger, weniger Links zur Wissenschaft, mehr Celebrities, Tom Cruise, sagt der Mensch, Impfen ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt, das ist gut, ja, und mehr persönliche Geschichten, Home Stories. Also Kinder, die am Zappeln sind, sagen, sind geimpft worden, zum Beispiel. Richtige, mächtige Bilder, ja, so sieht das aus. Ja, da sagt man in einer anderen Arbeit, die Wahrscheinlichkeit, dass Internet-User negative Impferfahrungen in den Social Media verbreiten, ist zunehmend und hoch. Die Meinung der Impfgegner können sich wie ein Virus über die Social Media weltweit schnell und effizient ausbreiten und die Informationssender der professionellen Organisationen sollten schnell und einfach zu finden sein und verständliche, verlässliche Informationen über die Nutzung von Impfungen bereitstellen. So, da bin ich mal einfach mal aus Spaß mal ans Robert-Koch-Institut gegangen. Das ist ja eine richtige sexy Internetseite. Die ist richtig gut. Ja? Dann werden Sie weiter gelinkt zum Paul-Ehrlich-Institut. Bisschen besser, da steht direkt UAW-Datenbank. Ich als Impfgegner. UAW-Datenbank. Weiß man auch nicht so ganz. Und dann gibt es da irgendwo links so einen kleinen Vortrag. Also wirklich nicht so, dass es direkt klare Botschaften professionell vermittelt. Die haben mit Sicherheit keinen guten Social Media Berater. Beide Plattformen. Ja? Haben sich damit nicht beschäftigt. Das ist dann impfeninfo.de. Da wird es dann so ein bisschen von der BZGA so ein bisschen freundlicher, aber auch, wie ich immer noch finde, persönlich nicht besonders ansprechend, auch nicht weiterleiten. So. So sieht zum Beispiel mal eine Facebook-Seite vom Impfen ein Danke aus. Wenn Sie da runterscrollen, dann werden Sie wahnsinnig. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was da alles drin ist. Ja? Dann gibt es aber auch so andere, die mir die Impfgegner sagen. Die geht dann eher wieder dagegen. Aber das tobt da hin und her. Und zwar auf einem Niveau, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mir deshalb erlaubt, einfach mal einen Link zu setzen und dann auch mal einen kleinen Film zu zeigen. In der Heute-Show, das ist eine nette Sendung in Deutschland, hat der Lutz von der Horst einfach mal so eine Demo reingemischt. Und da kommen so viele Sachen aus dem Internet auch. Da sieht man mal, wie die ganzen Leute so ticken und die spielen das einfach mal vor. Frau Dr. Lingenauer, Sie sind Sprecherin des Kinderärzteverbands. Warum sollte man Kinder impfen? Erklären Sie es mir doch mal so, als wäre ich ein Idiot oder sagen wir ein Impfgegner. Kinder sollte man impfen, damit sie gut geschützt sind vor Erkrankungen, die gefährlich werden könnten für sie und die man durch eine Impfung verhindern kann.
Aber kann man Ihnen trauen, Sie haben Schulmedizin studiert? Ja, man kann uns trauen. Wofür oder wogegen wird hier heute demonstriert? Wir sind hier zusammengekommen, weil wir gegen die drohende Zwangsimpfung protestieren möchten. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die das wirklich klar belegt, dass Impfen wirksam und vernünftig ist. Aber die Kinderlähmung zum Beispiel wurde ja ausgerottet nach der Schluckimpfung in den 60ern. Ja, und wo ist der Zusammenhang? Ja, das macht sein. Viele Leute aus Krisengebieten lassen ja ihre Kinder nicht impfen, zum Beispiel Syrien oder Prenzlauer Berg. Ja, wahrscheinlich eher von Prenzlauer Berg. Die Eltern wollen alles mitentscheiden und wollen sich viel Hintergrundwissen aneignen. Wenn sie dann das Internet stürmen, dann erkennen, haben sie natürlich jede Menge von Informationen. Und das wird dann schwierig, das zu filtern. Es ist wichtig, meines Erachtens, dass Kinder Kinderkrankheiten durchmachen, um ihr Immunsystem zu stärken. Und mein Kind ist auch nicht geimpft, ist 20 Jahre alt, das hatte gar nichts. Finde ich schade. Also ich hätte gerne gehabt, dass er was mit, aber das warum? In welche impffreie Zeit würden Sie sich am liebsten zurückversetzen lassen? Ins frühe Mittelalter mit der Pest oder eher ins späte Mittelalter mit der Pest? Ja, ich bin in der DDR. Wenn man das unterschreibt, dann lassen Sie mich auch impfen. Ja, das ist alles aufgeführt und dieses Risiko wird kein Arzt eingehen. Was steht denn da drauf, Herr Schmanken? Da steht alles drauf, die ganzen Risiken stehen da drauf. Dieses Schreiben habe ich aus dem Internet, es wird da zur Verfügung gestellt. Das hat Hand und Fuß. Also Internet ist auch eine seriöse Sache, denke ich. Auf jeden Fall. Ja. Sinnfreiheit! Sinnfreiheit! Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist so nach dem Motto, jemand hat ein Haus und kommt Hagel und durch Hagel sind ein paar Ziegelsteine zerstört. Mhm. Und das ist das, was die Antikörper haben sich gebildet. Alle Ziegelsteine sind zerstört. Und sind Sie Dachdecker? Nee. Das ist ein Beispiel, wie kann man die Industrie argumentieren? Ach, sehr Arzt? Nein, aber also, ich sage, wie die funktionieren, wie die argumentieren. Ja. Sie vergisst eure Kinder, machen Sie damit noch Probleme. Ich weiß auch von einem der höchsten Steuerinspektoren von Hamburg, dass er mal irgendwo war auf dem Land und da kamen ganz viele missgebildete Kinder, also die offensichtlich einen Schaden hatten. Wo war das? Ich weiß nicht, wo das war. Und wann war das? Das war jetzt vor einigen Jahren, vielleicht vor 10, 15 Jahren. Habe ich nie erlaubt. Das für Kinder, ja, das sind lauter Impfschäden, die wir hier vor der Gesellschaft verstecken. So hat er es mir erzählt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Sie haben gar keine Angst vor Viren. Nee. Danke ich Ihnen für das Interview. Ja. Genau. Ja, Sie sehen, wie das geht. Da waren viele Quereinzüge, alles haben wir aus dem Internet und sagen genau das, was Sie da propagieren, wo wir sind. Aber es geht auch professionell und ich finde es ganz interessant, die Europäische Gesellschaft für Urologie hat so ein Positionspapier erarbeitet zum angemessenen Einsatz von Social Media im medizinischen Bereich. Bitte? Ich fange gerade an zu schwitzen. Ja. Verstehe, wie andere User sich online verhalten, bevor du selber in sozialen Netzwerken interagierst. Das müssen wir erstmal herausfinden. Etabliere eine eindeutige digitale professionelle Identität, die mit deiner professionellen Praxis und Zielen übereinstimmt und beschädige auf keinen Fall die Vertraulichkeit des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Gestalte den Inhalt deiner Seite immer im Kontext einer angemessenen professionellen Meinung, Ansicht und Standards. Sei dir im Klaren darüber, dass du dich selber repräsentierst und nicht deine Institution und kommuniziere klar, offen und ehrlich, auch nicht mit Pseudonamen, sondern ganz klar in der Identifizierung deiner eigenen Person. Setze voraus, dass alles das, was du postest, dauerhaft online bleibt und jenseits deiner Kontrolle ist. Ziehe klare Grenzen zwischen dir und Patienten und vermische auf keinen Fall professionelle und persönliche Inhalte. Das ist immer eine Leitlinie von der Europäischen Fachgesellschaft, die ich
Ich finde sehr gut. In Deutschland gibt es da noch überhaupt nichts zu. Es gibt überhaupt keine Stellungnahmen von irgendwelchen Fachgesellschaften zu diesem, wie ich finde, unglaublich wichtigen Thema, wie wir damit umzugehen haben. Ich zeige Ihnen so ein paar Beispiele. Wir machen ja von der DGN so eine Facebook-Seite und die ist dann auch nur mit professionellen Inhalten gefüllt. Zum Beispiel hier sehen Sie, wir verweisen auf die Intensiv-News hier. Bringen dann auch die Artikel da rein, wird immer gerne gelesen und verlinkt, werden viele Videos da reingestellt oder hier auf die WIT hingewiesen beispielsweise und auch auf andere Veranstaltungen jetzt als die Beginnerkurse. Also wir versuchen da uns als Gesellschaft zu präsentieren und machen auch gleichzeitig auch viele berufspolitische Sachen, auch viele Pflegethemen im Augenblick, die in Deutschland diskutiert werden, werden immer reingestellt. Wirklich von vielen, vielen Leuten, zum Teil 12.000, 13.000 Leute, die solche Posts dann letztendlich lesen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, da sind mittlerweile fast 700 Videos drin. Da können Sie sich auch mal rumtummeln, da sind vieles von dem, was Sie vielleicht hier gesehen haben, drin. Alles Fortbildungsfilme, Filme über Leben und Sterben und über Therapie. Also wo wirklich viele Sachen sind, Aachener Intensivtage gepostet, also aufgestreamt. Das, was wir jetzt hier streamen, werde ich da auch einstellen in diesem YouTube-Kanal, dass das dann auch nachher zur Verfügung gestellt wird. Und zu Hause, ich bin halt auch ein Blogger, machen wir halt so einen Weiterbildungsblog, da sind dann auch niedergelassen, können sich einschreiben, wo dann Studien, die vorgetragen werden in der Fortbildung, Weiterbildung, dort hinterlegt sind. Das ist zum Beispiel in meiner Frühbesprechung, da machen wir jeden Morgen irgendwas, zum Beispiel hier, so eine Weiterbildung, ich glaube, das war über Viren. Ja. Da schlafen manchmal Leute mal ein, aber die Nacht geht's mehr. Also, sodass ich diese Medien auch tatsächlich in der Weiterbildung schon kräftig am Nutzen bin und damit auch tatsächlich arbeiten kann. Hier, da kann man einmal zurückgehen nochmal. Ja, machen Sie das. Ja, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ein hier zurück, wenn Sie einfach hier. Genau, das ist ZDocMD. Das ist ein amerikanischer Arzt, der immerhin hier auf seiner Seite 804.000 Follower hat. Der ist ein Wahnsinnstyp, der ist auch Schauspieler oder irgendwas und der produziert Musikvideos. Hat unheimlich viele tolle Inhalte, zwar sehr amerikanisch zum Teil auch, arbeitet in Las Vegas, war unter anderem im Kamos tätig, diese vielen Schussopfer vor kurzem da gehabt hatten. Und der produziert so ein paar Sachen und eins von den Zeichen, das passt nämlich sehr genau. Jetzt komme ich irgendwie nicht weiter. Ne, ist unten. Wenn Sie eine weitermachen, bitte. Ja, klar. Doch. So. Das ist auch ein Video, das passt eigentlich dazu. End the way to die. I can't tell you what I really want. You can only guess what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't scream, we still fight, cause you can't fight. As long as the bomb sounds right from the call type. I'm a judge, charge today. I'm like a pin cushion, I hate the more suffer. I suffocate right before my fucking die. You resuscitate me, you think you saved me. And I hate it, wait, let me go, I'm leaving you. No, I ain't, too is how you put it right back. Can we go again? It's so insane. I think
Ja, das sehen Sie mal, das klappt deshalb ganz gut, weil das ein Arzt ist, weil er weiß, wovon er redet. Und das ist genau der Inhalt, den wir ja eigentlich den ganzen Tag hier schon gehört haben, ist quasi in diesem Lied zusammengefasst und spricht natürlich unheimlich viele Leute an der Stelle an. Ja. Deshalb habe ich den nämlich angeschrieben und gesagt, ich würde hier in Wien einen kleinen Vortrag zu Social Media halten und habe Sie doch gebeten, doch eine kleine Grußadresse an die Österreich zu schicken. Wer kennt die Brille? Ist von Falco. Das hat er extra gemacht. Ja? Ich lasse das mal abspielen. Vienna calling. Whoa! Vienna? Zuvor ist wieder in D. Live from the States, from the office and all that. Hey, I wanted to give you guys a shout out. First of all, Austria being home, Falco, greatest musician, no longer alive. Also, y'all in the ICU, nurses and doctors and everybody who is our taking care of patients, I want to give you guys a shout out because of the work that you do every single day. And I want to support you. I also want to encourage you to embrace the use of social media because it is the way that we can form a tribe and communicate to both medical and non-medical people internationally. There are dangers to it. You have to understand and have some degree of emotional intelligence to be able to use it without stepping on toes or crossing boundaries. But when used effectively, it really is the future of medical communication, and it ties us together. Medical education, advancing research knowledge, all those things can be done through social media and the enlightened use of it. So, I want to thank you guys for everything you do, and we out. Peace. Good. Also, das war für Sie, das hat er extra gemacht. Kann man mal applaudieren. Ich muss jetzt irgendwie weiterkommen. Ah ja. So, also Take-Home-Message, der Aufstieg der digitalen Ära durch das Internet und die Entwicklung der Social Media haben die Art und Weise unserer Kommunikation fundamental verändert, wie ich finde. Das führt auch unweigerlich zu einem Wandel in der Gesundheitsversorgung. Je mehr der Einsatz bei Ärzten zunimmt, umso bedeutender sind die Auswirkungen auf ethische Fragestellungen, Professionalität, Beziehungen und den Berufsstand. Ärzte, die diese Entwicklung und Bedeutung der Social Media in der täglichen Praxis ignorieren oder sogar ablehnen, werden ihre eigene Bedeutung als führende Experten auf ihrem Gebiet substanziell langfristig, wie ich finde, gefährden. Der Vorteil der Online-Medien, der Technologie, muss von uns genutzt werden. Dieses gilt vor allem für Ausbildung, kontinuierliche Weiterbildung etc., aber auch für professionelle Kommunikation untereinander. Kongresse zum Beispiel wie die WET sollten auch medial präsent sein, zum Beispiel Online-Streaming oder andere Verfahren entwickeln, wie diese unheimlichen Vorträge, die wir heute gehört haben, auch nachhaltig gehört werden können und auch mal woanders abgespielt werden können, zum Beispiel in Frühbesprechungen. Ja? Wir müssen die Social Media beherrschen, wie ich finde, und nicht umgekehrt, und ich darf mich bedanken.